Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Scars Above. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wir machen direkt hier weiter. Wir sind auf dem Weg, die Haltestelle des Transitsystems zu finden. Blöderweise ist uns jetzt hier ein Zugang kaputt gegangen. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir dorthin kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch aber jetzt viel Spaß. Und wir schauen uns alles an. Los geht's. So, das Spinnenviech kam mir gerade entgegen, als ich hier hochgelaufen bin. So, wir gucken mal, wo wir lang müssen. Jetzt warte mal. Ich bin mir jetzt gerade nämlich nicht sicher. Ich glaube, ich bin von... Nee, wir sind hier einmal rumgelaufen. Das war das. Genau, da haben wir ja Würfel gefunden. Das bitte nicht vergessen, wenn ihr auch soweit seid. Hier befinden sich zwei Würfel. Hier ist einer und der andere ist rückseitig. So, und dann müssen wir vermutlich wieder zurückgehen. Ich wüsste sonst nicht, wie wir da hinkommen. Ich weiß nicht, ob... Das Schwede! Oh, mich erschrocken! Hey, was, wieso ist denn der so stark? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War doch sonst nicht so stark. Jetzt geht er wieder. Ich mag er nicht mehr. Mach ich irgendwas falsch hier? Kann doch nicht sein, dass es... Alter! Was war denn das? Warum hatten der jetzt so viel einstecken müssen? Unfassbar! Aber ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Obwohl, nee, warte mal. Wir haben ja die Säule aktiviert. Das heißt, wir haben wieder den Respawn. Ach nein, 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 nein. Quatsch, wir sind ja von rechts hier gekommen. Aber der hat doch niemals so viel... Ah, Moment, stopp, wir haben ihn in das Wasser reingelockt und dann ist er ganz schnell erfroren. Okay, heftig. Heftig, heftig, okay. So, warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes und zwar hier, das hier. Munitionskiste. Zack. Vier haben wir jetzt. Oh, komplett voll. Ah, das ist ja cool. Okay, dann können wir wieder das... Also das gefällt mir hier noch nicht. Wie kann man hier schnell hin und her schalten? Ah, ich weiß nicht. Holokörper lasse ich mal. Der war gut. Okay. So.
So, aber wo geht's denn jetzt lang? Wo geht's denn jetzt lang? Hier geht's nicht mehr lang. Wo müssen wir lang? Da kann ich gar nicht drüber springen. Auch nicht. Können wir da runter? Ah, okay. Aber sind wir nicht von da gekommen? Ich weiß es gerade nicht. Sind wir nicht. Wow. Ich glaube, wir sind von unten gekommen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. So, da haben wir wieder Hypothermie, oder? Mit Sicherheit. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal, jetzt ist das... Was ist... Müssen wir hier hin? Ich hab... Warte mal. Was war hier noch? Was ist da oben noch? Mal gucken. Unten können wir auch lang. Es muss doch einen Weg darüber geben. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich schaue aber noch mal kurz runter. Können wir hier drauf? Ach, können wir nicht drauf? Ach Gott. Eine inaktive Konsole. Sie steuert vermutlich die Ringe. Es fehlt eine Energiequelle. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang. Ach, da waren wir doch jetzt gerade. Super, einmal im Kreis gelaufen. Hervorragend. Müssen wir runter? Ach, komm. Da bin ich doch hergekommen. Oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Nein!
Okay, hier geht's lang. Was haben wir hier? Logbucheintrag. Dieses Gerät ist wohl eine Art Umspannstation, die Energie sammelt und überträgt. Das sieht nach einer Art Energiequelle aus. Könnte nützlich sein. Okay. Logbucheintrag. Oh nein. Eine von der Haut abgesonderte Substanz gefriert in der Luft und stellt den Eispanzer wieder her. Diese Kreatur kann sich außerdem schnell regenerieren. Aber ein Schuss ins Herz unterbricht den Prozess. Okay. Jetzt haben wir dieses Teil gefunden, was wir höchstwahrscheinlich bei dieser Maschine einsetzen müssen. Die war hier. So ist es. Oh, cool. Wenn somit haben wir die Brücke. Wenn ich die rotierenden Ringe anhalten kann, könnte ich den Spalt überbrücken. Ach so. Ich sollte mich umsehen. Ach Gott. Oh, wir können uns escape. Anhalten. Ah ja, gut, natürlich. Wir können es ja einfrieren. Nee. Nö, das ist damit nicht gemeint. Ich könnte das Wasser einfrieren. Aha. Das Wasser. Können wir das hier von hier aus machen? Nee. Ach so, warte mal, da müssen wir das im richtigen Augenblick machen. Oh Gott. Oh, tatsächlich. Aber das war nix. Warte mal, welches muss denn da eingefroren werden? Das kleine Stück? Nö, geht nicht. Ja, jetzt nur zum Ach richtigen so. Zeitpunkt. Ach so, ah, jetzt habe ich verstanden. Ja, nu? Es läuft doch durch. Warte mal. Aber das schaffe ich nicht. Nee, ich komme da nicht hin. Hm.
muss ich denn hier machen? Kann ich da vielleicht... Nee, geht auch nicht. Vielleicht draufspringen. Nee. Geh hoch! Ach so, warte mal, vielleicht müssen wir... Ja, wir müssen im richtigen Moment die Energiezufuhr rausziehen. Na also, eine Brücke. Okay. Gucken wir mal. Scheint zu funktionieren. Bleibt da immer hängen, Etza. Jo, wir kommen drauf. Cool. Schönes Ding. Tada! Brücke wiederhergestellt. So, jetzt könnten wir speichern. Das machen wir auch. Ja, vergessen, habe ich vergessen. Sind denn die so stark? Was ist denn da los? Nur zwei Schüsse maximal. Hä? Kann doch nicht sein. Krass. Gibt's denn jetzt sowas? Das jetzt hier schon wieder. Okay, warte mal, wir haben jetzt hier zwei Tore. Tja, wo muss ich das jetzt reinsetzen? Oder haben wir mehrere? Ich glaube nicht. Eine Energiequelle. Anscheinend werden zwei Energiequellen benötigt, um die Luke zu öffnen. Warte mal. Mal das andere probieren. Was ist da hinten? Etza. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, eine nur. Oh,
das macht ihm überhaupt nichts aus. 0,0. Das auch nicht. Na prima. Ist cool, dass das verlangsamt. Das tut dir gar nichts. Nix. So soll es wohl sein. Cool. Was richtig cool ist, dass wenn wir auf unser Werkzeugrad zugreifen, dass die Zeit angehalten wird. Das heißt, wir können dann auch nicht, beziehungsweise nur sehr langsam angegriffen werden. Das ist sehr gut, sonst wäre es, glaube ich, auch ein bisschen unfair. Da muss wieder so eine Infokapsel rein, glaube ich. Die haben wir aber noch nicht. So, dann müssen wir gucken. Die haben wir hier, oder? Kann das sein? Was ist das? Was ist das für ein Apparat? Nee. Daten erforderlich, um Schlussfolgerungen abzuleiten. Ah. Ich sollte die Hauptkomponenten finden. Das scheint ein Energiewandler zu sein. Sieht nach einem komplexen Schaltkreis aus. Nee. Dieser Emitter hält die Kugel im Gleichgewicht. Das Energiefeld fühlt sich warm an. Das ist ein Messgerät. Es untersucht die Integrität des Feldes. Schwerkraft? Mhm. Diese Technologie beeinflusst die Schwerkraft in der Umgebung. Faszinierend. Bauelement, Schwerkraftdämpfungsspulen. Damit kann man am MDG ein Gerät zur Beeinflussung der Schwerkraft bauen, das Gegner verlangsamt. Ui. Cool. Das Schwerkraftfalle. Oh, okay. Eh zum Trainieren. Wenn du die Falle auf den Boden wirfst, bildet sich eine Blase, die alles verlangsamt, was hineingerät. Okay, das kennen wir. Schieße zweimal auf das Monster, während es in der Falle ist. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Haben wir es schon ausgerüstet? Ja. Boah, gerade noch. Okay. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Teil. Das werden wir jetzt gleich mal lassen. Gleich mal damit ein bisschen üben. So, Moment. Ich bin von da... Oh, hier ist noch ein Würfel. Da oben waren wir noch nicht. Würfel. Oh, da haben wir die Infokapsel. Sehr schön. So, wir sind von da unten gekommen. Dann gehen wir jetzt hier lang.
wo muss die Infokapsel rein? Hier. Übersetzte außerirdische Schriftzeichen. Die Eindämmungskammern des Des pantophagen Kolosses wurden geschlossen. Das neue System ermöglicht nur noch die elektrische Öffnung einzelner Türen. Und damit sollen weitere Vorfälle verhindert werden, wie der, bei dem der pantophage Koloss entkam und eine Unmenge geernteter Proben zerstörte. Ich muss nächstes Mal vorsichtiger sein, wenn ich im Eindämmungsbereich Gensplicing durchführe. Die Kälte setzt mir langsam zu. Ich kann mich schlechter konzentrieren. Alles klar. Ach so, So. Folgendes. Wir werden mal ganz kurz... Nein, falsch. Die Energie auffüllen. Wo war das? Hier. Lädt Akkus auf. 20 Faser. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir haben. Okay, wir haben da noch 100. Das passt. So. Gut, jetzt müsste es aufgeladen sein. Ja, fast. Passt. Passt, passt. Das war nix. Shitty. Wo haben wir denn hier nochmal, wo wir ihn reinlocken können? Shitty kitty kitty. Das war nix. So. Komm her. Dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Hier rein. Servus. Cool. Sehr schön. Also der Köder ist super. Der ist echt gut. Okay. So, wir sind fast wieder bei einer halben Stunde, meine lieben Freunde. Ich sehe im Laserzaun, aber er bewegt sich zu schnell. Vielleicht kann ich ihn irgendwie verlangsamen. Ja, vielleicht können wir den irgendwie verlangsamen. Natürlich. Das machen wir noch. Vielleicht hilft mir das neue Gerät, das ich hergestellt habe, bei dem Laserzaun. Lass mal analysieren. Stationärer Ressourcenspender. Haben wir bekommen. Moment. Noch. Ihr müsst springen. Sonst ist nicht so gut. Nicht so gesund. So, hier haben wir das zweite Teil. Noch eine Energiequelle. Sehr gut. Oh. Was war das? War nix. Okay. Dann geht's jetzt zu dem Tor. Das war doch hier, meine ich. Genau. Geh wieder. Tschüss. Servus. Laufen! Ja, jetzt sind sie auf einmal wieder beim ersten Mal platt. Köder, die locken wir jetzt da rein. Kommt mal her. Wo sind sie jetzt hin? Gottes Willen, was bist du denn? Ach, schon wieder so ein Vieh. Komm mal her hier. Komm mal zu mir. Schnuppi, komm mal her mit deinen Gehwarzen. Oh, bist du schnell.
Ah! Keine Energie mehr! Scheiße. Energie, Energie. War das das? Ja, das war's. So, und dann... das. So, jetzt komm her. Komm her. Ich glaube, das geht nicht. Wir müssen den hier platt machen. Wir müssen irgendwie, dass er sich umdreht. Oh. Ach komm, hey! Shit! Oh, du Blöder, das gibt's doch nicht! Kann nicht sein hier! Jedes Mal hier! So, meine ich aber auch hier. Mein Gott, also. Lasst's mir mal Ruhe. So, einmal hier. Und einmal hier. Hä? Wo ist die andere? Ach, warte mal, die ist ja hier noch drin. So, jetzt wäre schön, wenn wir eine Säule bekämen. Warte mal, wir sind auf dem Köder. Ja, von mir aus. Oh, wir haben 2 Punkte. Ja, ich möchte erst speichern. Oh, was ist das denn hier? Na, hier ist schön bei Mario Land, oder? Mit fressenden Blumen. Lustig. Logbucheintrag. Ein wurmartiges Raubtier, das sich unterirdisch fortbewegen kann. So, da kommen wir durch. Wenn man die Hügel zerstört, hält sie das von Angriffen ab. Ich brauche eine Säule. Ich will erst eine Säule haben. Ist da eine Säule? Eine Säule. Dann schauen wir erst runter. Okay, Wissen. So, machen wir das jetzt ganz schnell hier. Wir haben wieder 2 Punkte zu vergeben. Machen wir, schauen wir mal, ob es Sinn macht, sonst sparen wir auf den 3. Punkt. Aufklärung, nö. Effizienz? Weiß ich nicht. Leitfähige Bioenzyme mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% verbrauchen eingesetzte Geräte bei der Benutzung keine Energie aus der Batterie. Auch nur 20%. Das haben wir gemacht. Nahkampf. Ugh, nee. Ist ja ein Todesstoß.
Oh, okay. Dann, das heißt, gegen die kleinen Spinnenviecher könnten wir dadurch unsere Gesundheit regenerieren. Weil da langt meistens ja ein Schlag, zumal wir das Messer jetzt auch schon verbessert haben. Ich glaube, ich werde mir den Punkt jetzt sparen. Oder die zwei Punkte sparen. Wir warten, bis wir den dritten bekommen. Das ist nicht mehr viel. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier... Lebensdauer aller Geräte wird verlängert. Das hört sich gut an. Kate kann pro Speicherstand einen Todesstoß widerstehen. So bekommt sie noch eine Chance. Das ist auf jeden Fall must-have. Kate erhält plus 1 zusätzliche Heilungsladung. Dann könnten wir uns, weiß ich nicht, wie aufteilen. Es ist doch eigentlich abhängig von den Fasern. Kate wird immun gegen Angriffe, die sie ins Taumeln bringen oder niederschmettern. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre ich eher bei dem hier. Gut, werden wir sehen. Wir lassen das jetzt erstmal. Wir spielen weiter. Ich will speichern. Lass mich speichern. Ui, dann geht's ja richtig ab hier. Komm da vorbei. Wo ist hier so eine blöde Säule? Kommen wir da hoch oder was? Nein, kommen wir nicht hoch? Nein, okay. Ist aber seltsam hier. Okay, egal. Vorsicht, sein Konstrukt ist nah. Sein Konstrukt? Ich möchte doch nur speichern, Leute. Komm. Der Hüter nutzte unsere eigene Technologie. Er baute es aus unseren Maschinen. Wir dürfen noch nicht. Wir sollen noch nicht. Wir können noch nicht. Speichern. So, jetzt haben wir die drei, aber ich möchte jetzt erst speichern. Kann doch nie so schwer sein. Ach, komm, hey. Ist nix. Was ist denn das? Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Was war denn das? Gib mir eine Speichersäule. Oh Gott. Oh, Hypothermie haben wir schon wieder. Mist. Meine Lieben, dann machen wir jetzt hier trotzdem Stopp. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind leider noch nicht so ganz durchgekommen. Zum nächsten Boss. Ich ahne etwas sehr, sehr Großes. Zumindest das, was wir gesehen haben, vermute ich mal, dass es auch wieder irgendein Spinnenviech ist. Uah. Immer genau das, was ich überhaupt nicht mag. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Wir spielen natürlich hier direkt weiter. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.